Die Gesellschaft ändert sich und natürlich ist es so, dass bestimmte Wertigkeiten, Beruf, Arbeit, Privatleben sich verschieben. Ich möchte jetzt aber nicht in dieses allgemeine Jammern eintreten. Die neue Generation hat ganz andere Schwerpunkte und die universitäre Medizin steht am Abgrund, weil keiner mehr forschen will und nach bestimmten Uhrzeiten die Labore leer sind. Das stimmt nicht. Wir haben extrem engagierte junge Menschen in allen Phasen der Ausbildung, bei den Studierenden, bei den Assistenzärzten, bei den Fachärzten, bei den Oberärzten, die brennen, die wirklich ja, die Welt verändern wollen, die Menschen helfen wollen in der Medizin. Ich glaube, was allerdings wichtig ist, dass man, dass es nicht, dass man schon gucken muss, wie kann man diese ganzen ja, Pflanzen gießen, dass die sich entwickeln können und dass man den Freiräume gibt. Und was jetzt anders ist, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in einem Medizinsystem leben, was sich immer mehr verdichtet hat. Und was heute sicherlich nicht geht, was ich noch machen durfte, dass ich während meiner Facharztzeit auch mal einen halben Nachmittag mich ins Labor verdrückt habe, das ist heute im Alltag nicht machbar. Für eine Assistenzärztin auf einer Station. Deswegen braucht es Strukturen, solchen jungen, engagierten Menschen Freiräume zu geben, dass sie sich entwickeln können. Also ein Schlagwort: Clinician Scientist Programme an Universitäten. Das ist essentiell. Wirklich gesicherte Fortbildung machen. Aber nicht nur die klassischen universitären Clinician Scientists, dass die dann irgendein Forschungsprojekt machen. Es gibt auch andere Karrierewege, andere Optionen, die man auch unterstützen kann. Es gibt Masterstudiengänge, um die Lehre noch besser zu machen. Es gibt Business Administration. Wir reden davon, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was ökonomische Herausforderungen hat. Und jetzt irgendwie einen Assistenzarzt abzustellen, dass der irgendwelche Dinge kodiert, um das System optimal auszunutzen, das ist altertümlich, das kann es nicht sein. Das heißt, wir brauchen schon Strukturen, wie verändern wir Medizin und wie können wir dann junge Menschen, die ihre vielleicht auch andere Wünsche haben, als ich sie hatte, aber in diesem System entfalten. Und das braucht Flexibilität. Und das ist etwas, was im Alltag nicht immer ganz einfach umzusetzen ist, aber unser Job, das zu entwickeln. Man muss hier sicherlich unterscheiden. Ja, es ist so, dass in einigen Fächern der inneren Medizin die Krankenhausträger Probleme haben, diese Chefarztpositionen zu besetzen. Das ist so. Da, das ist unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel, ich bin jetzt Gastroenterologe, ich kann Ihnen sagen, dass die Situation nicht mehr ist wie vor 15 Jahren, dass jemand dann seine Facharztausbildung an der Uni hatte, wurde habilitiert, vielleicht APL und dann wird der Chefarzt im großen Haus und bleibt ja die nächsten 20 Jahre. Das ist so bei einigen noch der Fall, aber immer weniger. Wir sehen immer mehr, dass Kolleginnen und Kollegen vielleicht eine Chefarztposition übernehmen, dann aber auch wechseln und auch nach kurzer Zeit schon wechseln. Und dass es auch einige Regionen gibt, wo Krankenhausträger feststellen: Mensch, mit meinem alten Modell, wie ich diese Klinik fahre, finde ich einfach keine Menschen, die optimal diese Position ausfüllen können oder wollen. Und wie das Leben so ist, der Markt bestimmt die Nachfrage, und die Nachfrage beeinflusst dann auch den Markt und die Angebote. Und wir haben hier Veränderungen in der Medizin, die auch durch die aktuelle gesundheitspolitische Diskussion extrem getrieben werden wird. Stichwort ambulantes Operieren. Medizin wird ambulanter und wieder mein Fachgebiet, die Gastroenterologie, ist sicherlich eines der Fachgebiete, was am meisten hiervon betroffen sein wird. Das heißt, stationäre Leistungen werden in den ambulanten Bereich überführt, wo wir in den ambulanten Bereich aber eigentlich gar nicht die Strukturen haben. Und wie ist das in diesen Krankenhäusern abbildbar? Wir reden von dem niedergelassenen Sektor, wir reden von dem stationären Sektor. Es wird einen dritten Sektor geben, der sich entwickelt und der dann aber auch von cleveren Menschen in Zukunft als neue Karriereoption entwickelt werden wird. Und deswegen wird Medizin, wird innere Medizin in 10 Jahren komplett anders sein in vielen Bereichen, als wir es heute erleben. Auch nicht nur durch die gesellschaftlichen Faktoren getrieben, sondern auch getrieben einfach durch politische und ökonomische Rahmenbedingungen. Ich habe eben schon angedeutet, ich sage Gesundheitsmanagement.
Business, Mann. Wir haben so viele Masterstudiengänge, die sich jetzt aufgebaut haben auf ein Medizinstudium. Von Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz, Administration bis hin zu Wissenskommunikation. Und all diese Bereiche sind Optionen, die jungen Ärztinnen und Ärzten offen stehen. Das heißt, nur die Frage Uni, niedergelassen, Krankenhaus, was in den Köpfen war, dieses Feld gibt es in Zukunft so nicht mehr. Diese Option wird es geben, aber man wird zwischen diesen Sektoren hin und her springen und den vierten Sektor, also Gesundheitskommunikation, Management etc., der wird sich noch immer mehr entwickeln. Und ich kenne viele junge Kollegen, die das total attraktiv finden. Die sagen, ja, ich brauche meine medizinische Basisausbildung, deswegen studiere ich Medizin. Aber was ihr macht, will ich gar nicht machen. Ich will in diesem Bereich mich entwickeln. Dieser Bereich wiederum muss dann aber auch die anderen klassischen Sektoren so ein bisschen beeinflussen, dass die flexibler sind. Und von daher glaube ich, es ist total spannend, wie sich unser Medizinsystem aktuell entwickelt. Die Aufgabe für uns als Fachgesellschaften, als Ärztinnen und Ärzte, auch in verantwortlichen Positionen, ist es aber, das aktiv von vorne mitzugestalten. Weil wenn wir jetzt nur hinterherlaufen und, sage ich mal, etablierte Pfründe versuchen, verzweifelt zu verteidigen, dann machen wir was fundamental falsch. Wir müssen nach vorne gehen, wir müssen das System gestalten und die Politik in diesem Sinne ja, richtig lenken, wie wir es wünschen. Es ist so, wir werden jetzt jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Ressourcen, ich muss den Leuten mehr Freiheiten geben. Das wird es nicht geben. Ich glaube, wo die Politik aber wirklich in den letzten 20 Jahren ja, versagt hat, das ist etwas, dass wir bestimmte Entwicklungen verschlafen haben, die dazu geführt haben, dass wir altertümliche Digitalisierungsprozesse in der Medizin haben, die unglaublich viele unnötige Ressourcen binden. Und das macht keinen Spaß. Sie kennen das alle, wenn Sie mit einem Assistenzarzt, einer Assistenzärztin in Deutschland im Jahre 2023 sprechen, die den Stationsalltag in der inneren Medizin managen und dann darauf zum Teil angewiesen sind, dass von einem zuweisenden Kollegen ein Befund per Fax kommt. Denn in Spanien, in Dänemark, die Kollegen lachen sich ja nur tot über uns. Und das ist ein politisches Versagen, dass wir diese entsprechenden Strukturen in Deutschland nicht umgesetzt bekommen haben. Das muss kommen. Das muss so schnell wie möglich kommen. Aber das ist jetzt, sage ich mal, ein handwerkliches Problem. Die strukturellen Dinge sind aber schon so, wie ist die Zukunft des freien Arztberufes in Deutschland? Bestimmte Strömungen in der Medizin gehen dahin, auch in der Politik, den de facto abschaffen zu wollen. Und da bin ich, das sehe ich sehr kritisch. Wir müssen hier die Strukturen schaffen, dass wir die ärztliche Tätigkeit als freier Arzt weiter stärken. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch klare Verlässlichkeiten, dass eine medizinische Versorgung in Deutschland auch in der Breite sichergestellt ist. Wir müssen Krankenhäuser reduzieren. Das steht außer jeder Frage, um die Qualität zu halten. Das darf aber nicht gehen ohne Konzepte, um auch in ländlichen Regionen entsprechende Versorgung sicherzustellen. Und da sind wir in Deutschland zu kleinteilig. Dass jeder Ortsbürgermeister um sein Krankenhaus kämpft, kann ich verstehen. Wir müssen aber hier Ausgleiche schaffen und dürfen in unserem zersplitterten föderalen System nicht komplette Entscheidungsprozesse blockieren. Und das macht mir Sorge. Der muss unbedingt Medizin studieren. Der Beruf einer Ärztin, eines Arztes ist der beste Beruf in der Welt. Davon bin ich 100% überzeugt. Es gibt keinen Beruf, der so spannend ist, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten können, wo wir Menschen helfen können, wo es ganz viele neue Entwicklungen gibt, auf die man reagieren kann, wo ich verschiedenste Karriereoptionen habe, auch nicht nur jetzt, sondern auch in 15 Jahren. Also unbedingt Medizin studieren.